Hätte jemand vor 25 Jahren gesagt, das wird meine Institution in der Kunst der Unterhaltung, dann hätte es geheißen, diese Ansage sei komplett bar jeder Vernunft. Ich sehe gerade, Sie haben sich sehr schön angezogen. Erstaunlich, wo wir in Berlin sind. Und wir haben... Ich dachte schon, es sind Standing Ovations, aber Sie haben keine Stühle gekriegt. Das war so schön, diese Vermischung zwischen alte Leute von damals und die neue Leute von morgen, fand ich das sehr, sehr toll. Es war ganz, ganz großartig. Es war eine tolle Stimmung, weil man aber auch merkte, dass in dem Zelt alle Leute versammelt waren mit riesengroßen Herzen und man konnte sowieso nichts falsch machen heute. Bodacious. Bodacious ist sowas wie astrein. Das ist so ein Modewort der 90er aus den USA. Die Show heute war bodacious. Ich kann es nicht anders sagen, sonst würde ich sagen, sie war astrein. Und es ist schon sehr emotional. Es ist wie so ein Familientreffen. Man kannte sehr viele Künstlerinnen und Künstler. Ja, es ist ein bisschen wie mein Zuhause. Also gerade auch die Bar ist wirklich das erste Theater, in dem ich aufgetreten bin. Das ist schon was Besonderes. Und das Tolle eben auch an der Bar und auch am Tippi ist, dass es was sehr Familiäres hat. Und das, man kennt sich, man kennt die Leute hinter der Bühne, alle per Namen, man weiß, wer jeder ist. Das ist auch nicht unbedingt üblich an jedem großen Haus. Sie tat, was oft die Not der Zeit gebietet. Ihre Zimmer hat sie für Stunden nur vermietet. Ich glaube, manchmal, wenn wir hier arbeiten, wir vergessen das. Was für ein toller Ding das ist und was für eine tolle Community wir haben und heute Abend haben wir das alle erinnert und das war wirklich ein Geschenk. It's the first time the Tapac have been to Berlin. The atmosphere, the environment here is amazing. The Tippi tent is beautiful. We performed tonight and just the buzz in Berlin is incredible. Also ich glaube, dass die Bar Jeder Vernunft und das Tippi einfach es geschafft haben, sich abzusetzen. Also sie sind nicht mainstreamig, sie schaffen es, einen bestimmten Nerv zu treffen. Also sie bedienen ja eigentlich etwas, wovon man sagt, das ist Kleinkunst. Das gefällt vielleicht nur jedem Zehnten eventuell, aber sie transportieren das auf eine Art und Weise, dass es dann doch wiederum jeden berührt. Und das ist eine hohe Kunst und das schaffen die so zu kultivieren, dass wir eben auch jetzt nach 25 Jahren immer noch dabei sind. Es gab wunderbare Sachen, die man vorher überhaupt nicht gekannt hat. Man könnte auch sagen, wir haben so ein paar Dauerbrenner und mit denen machen wir es den Rest des Lebens weiter. Dass sie das nicht machen hier, also Lutz Deisinger, sondern neue Talente sucht, finde ich total wichtig und das macht auch die Bar aus. Was hat vielen Künstlerinnen und Künstlern überhaupt erst die Karriere ermöglicht? Und ist Kulturförderung im besten Sinne des Wortes. Also wenn man in die Bar geht oder ins Tippi, weiß man, man hat einen großartigen Abend. Egal wer auftritt, man weiß einfach, der ganze Abend ist drumherum mit den Jungs und Damen, die die Bedienung machen, mit dem ganzen Hin und Her, von Anfang bis Ende eine große Freude. Und das ist etwas, was es in Deutschland ganz selten gibt. In meinem Leben ist die Bar Jeder Vernunft ein sehr wichtiger Ort. Da habe ich im Alter von fast 40 Jahren meine ganze künstlerische Laufbahn nochmal neu begonnen, nochmal neu eingetütet. Und diese letzten 20 Jahre verdanke ich zu einem nicht geringen Teil den Erfahrungen, die ich hier in der Bar Jeder Vernunft gemacht habe. Diese Kombination Kabarett und Musik, Chanson zu etablieren, dass sie eigentlich ein durchweg musikalisch orientiertes Programm hat. Dadurch ist sie einzigartig in Deutschland und hat zur Profilierung dieses Genres wahnsinnig beigetragen. Menschenskind, warum glaubst du bloß, gerade dein Leid, dein Schmerz wären riesengroß.
wünsch dir nichts, dummes Menschenkind. Wünsche sind nur schön, solang sie unerfüllbar sind. Holger Klotzbach und Lutz Deisinger, danke für das, was ihr für diese beiden Zelte geleistet habt. Ihr habt einen wesentlichen Beitrag geleistet zur Strahlkraft dieser Stadt. Das Image dieser Stadt wäre ohne Institutionen wie die Bar und das Tippi ein ganz anderes. Danke. Was ist das Besondere an der Bar der Vernunft? Ich glaube, das ist nicht der Blick runter von der Bühne. Der ist so wie immer. Man guckt in ein schwarzes Loch. Es sind nicht die leckeren, toxischen Getränke in der Garderobe, die sind überall da. Man spürt einfach eine Dichte, das ist eine dichte Atmosphäre, das ist ein ungeheuer fest verwobener Teppich ist das falsche Wort, aber die ganze Atmosphäre ist dicht verwoben und man merkt eine Unmittelbarkeit, die man anderswo nicht spürt. Und bevor ich jetzt ins Esoterische abdrifte, und das liegt mir eigentlich fern, ich sage, es ist mit Worten nicht zu beschreiben, aber es ist toll. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine Dreck. Also ich wünsche der Bar 25 und dem Tippi alles, alles Gute. Ich bin wirklich, wirklich stolz, ein Teil dieser Familie zu sein. Lutz und Holger, Dankeschön und ja, ich liebe euch. Und wir sagen gemeinsam nochmal Dankeschön und wir sagen, hier geht's los auf die nächsten 20, 25, 30, 35, 100 Jahre Bar jeder Vernunft und Tippi.